immer wieder Aufgaben, wo es heißt, bitte verbinde die richtigen Sätze miteinander. Entweder musst du es wirklich verbinden oder wie in diesem Fall malst du es in der richtigen Farbe an. Wie macht man sowas? Man liest zuerst sich mal alles durch. Der Zauberer, der Zahn, Martin, der Kloß, der Bär, der Hund hat ein Loch, liegt in der leckeren Soße, beißt in den Knochen. Ach, da schnackelt's schon. Das ist der Hund. Das ist ja logisch. Das ist eindeutig. Dann nehme ich mal gleich das, was ich kann. Der Hund beißt in den Knochen. Geht weiter. Verzaubert Kaninchen. Ha, das weiß ich auch. Der Zauberer verzaubert Kaninchen. Kann ich gleich anmalen. So. Sucht seine Socken, schlägt den Honig. So, jetzt muss ich überlegen, wenn ich gar nichts weiß. Der Zahn hat ein Loch. Klingt logisch. Jawohl, der Zahn hat ein Loch. Dann malen wir das doch einfach mal an. Der Zahn hat ein Loch. Jetzt kommt der nächste Satz. Martin liegt in der leckeren Soße. Na, das ist Quatsch. Ein Junge kann nicht in der Soße liegen. Martin sucht seine Socken. Stimmt. Das funktioniert. Martin sucht seine Socken. So. Der Kloß liegt in der leckeren Soße. Ja, der Kloß schlägt den Honig. Quatsch. Also, natürlich, der Kloß liegt in der leckeren Soße. So, und das Letzte, wir kontrollieren. Der Bär schlägt den Honig. Jawohl, das passt auch. So geht man ran, wenn man vielleicht nicht ganz weiß, ob es richtig ist und wie sich's gehört. Einfach erst alles durchlesen und dann anfangen zu lösen. Viel Spaß! Tschüss!